Herzlich willkommen zum Blechbläser-Workshop. Au, jetzt hat's mich erwischt. Und täglich grüßt das Murmeltier. Heute ist der erste Mal, dass ich nicht weiß, welcher Tag. Wie oft ich das jetzt schon gemacht habe. Unzählige Male. Ich weiß, es ist der 24. Jänner. 24. 24. X ist der 24. Buchstabe im Alphabet und X Neuigkeiten gibt's heute auf diesem Kanal. Und zwar, es funktioniert alles, ganz kurz checken. Ja, wunderbar. Gestern haben wir da ein kleines Problem gehabt. Und zwar, ich habe mal was, also das ist genau, allererste, bitte, bitte teilen. Das vergiss ich dauernd. Ich bin so beschäftigt, dir die alles über das Blechblasinstrument zu erzählen, dass ich wirklich ganz vergiss, Werbung zu machen. Du brauchst nur mit dem Handy Kamera öffnen, drauf, dann gibt es den Link und den bitte an deine Kollegen in der Musikkapelle weiterleiten. Du kennst sicher jemanden, der auch interessiert ist an diesem Content, der übt. Und ich finde, es ist fair. Ich setze mich da jeden Tag hin, um dich fit zu machen für das Frühjahrskonzert. Und das wäre super, wenn wir das ein bisschen verbreiten können. Zum heutigen Technikcheck, du brauchst heute nur dein Mundstück, zu dem kommen wir gleich. Das mit dem, ich bin zu alt für die Technik, muss ich sagen, weil meine Tochter hat mir jetzt ein Video gezeigt, da ist eine Frau drauf, die singt so Playback und rutscht aus. Das war's schon. 2,5 Millionen Klicks oder Likes, ich glaube. Likes, das heißt noch viel mehr Klicks. Und ich habe da, präsentiere dir 20-jährige Forschung und das sind 30 oder so. Also wenn jemand irgendeinen Tipp hat, wie sowas funktioniert, dass man es verbreitet, jederzeit, gerd@247, ich bin irrsinnig dankbar für jeden Tipp. Ich habe mir ein kleines Spiel überlegt. Und zwar, schau es mal her, am Anfang haben wir das angefangen, so. Da habe ich nämlich gesagt, schreib bitte in den Chat oder in die Kommentare, bei welcher Musikkapelle du spielst. Und ich glaube, das wäre total nett, wenn wir das machen und wenn du das reinschreibst, auch für dich, wenn du jetzt nicht live dabei bist, sondern das Upload-Video dir ansiehst, schreib in die Kommentare, bei welcher Kapelle du bist und dann kriegst du von mir ein Logo. Das heißt, irgendwann kriegen wir dann die Landkarte voll und vielleicht kriegen wir alle Bundesländer zusammen oder sogar alle Bezirke. Das wäre natürlich total cool, weil da können wir sehen, wer sein Schicksal in die Hand nimmt und lernt richtig zu üben. Weil um das geht es ja auf dem Kanal. Ich habe das nämlich gelernt beim Bo Nielsen in Schweden. Der hat mir gezeigt, wie ein Blechblasinstrument funktioniert. Wir haben bei Null gestartet 2015 und ich dachte mir, also es war erstens die letzte Chance und ich habe mir wirklich nicht gedacht, dass mir wirklich jemand helfen kann. Und jetzt, wo ich weiß, wie das funktioniert, finde ich es gar nicht so schwer. Man muss einfach nur die richtigen Übungen haben und das Wichtigste, man muss wissen, wie man sie spielt. Weil früher habe ich auch Übungen von Clark, Stamm, Colleen gemacht, hat mir aber in meinem Üben nichts gebracht, weil ich sie falsch ausgeführt habe. Und das ist genau, was wir jetzt machen beim Technikcheck. Schauen wir mal, wie sich bei dir Dinge abgespeichert haben. Vielleicht merkst du in einer oder anderen Fehler, den dein Körper eingespeichert hat. Und dann gibt es die super Nachricht, denn die Brass hat die Lösung, hat die Hilfe. Und ich schwöre das, es ist so viel besser, wenn man das in den Griff kriegt. Das Wohlbefinden ist so anders. Überhaupt, wenn du 5 Jahre spielst oder zurückblickst, wie du vor 5 Jahren gespielt hast, so muss ich besser sagen. Und es ist immer noch ähnlich. Du wirkst vielleicht deine hohen Töne raus. Du musst deine Richtung ändern. Und es geht. Es ist egal, wie alt du bist. Ich war Mitte 30, wo ich mit der Reise angefangen habe. Investier ein paar Jahre in dein Wissen, in deine Fähigkeiten. Und du wirst es nicht bereuen. Ich weiß, bis jetzt war die einzige Möglichkeit des Investierens
5000 Euro für ein neues Instrument hinlegen. Aber das bringt ja nichts. Das Instrument ist meistens nicht die Schuld. Userfehler. Überleg dir nur, wie der Ganz auf deinem Instrument spielen würde. Wenn es cool ist, dann reicht dein Instrument vollkommen aus. So, jetzt starten wir rein in den heutigen Technikcheck. Genau, da hilft mir mein Assistent, der Louis. Und genau, dass das wirklich gut funktioniert, stell das gut vor. Probier dir wirklich vorzustellen und nimmst dein Mundstück. Ich nehme das. Das ist das Tool, das bei der Methode dabei ist, das dir hilft, die Systeme Luft und Finger getrennt voneinander zu trainieren. Zu dem kommen wir später. Ich nehme das. Du kannst das Mundstück nehmen, verkehrt im Mund. Und stell dir wirklich vor, wie du das spielen würdest. Weil der Körper ist wirklich ein Phänomen. Der hat es eingespeichert und dem ist es egal, ob du das mit dem Mundstück verkehrt spielst. Er macht die gleichen Dinge, als ob du am Instrument spielen würdest. Los geht's. Hallo, ich bin Louis und möchte dich zum Technikcheck begrüßen. Als erstes steckst du das Tees mit Halterung in dein Instrument. Falls du noch kein Tees hast, kannst du die folgenden Übungen trotzdem mitmachen, indem du die Luft durch dein Mundstück, das du verkehrt in den Mund nimmst, durchbläst. Stell dir ganz fest vor, du würdest diese Übung nun auf deinem Instrument spielen. Spiele es noch einmal und konzentriere dich speziell auf deinen Mundraum. Versuche wahrzunehmen, was in deinem Mundraum bei diesen Bindungen passiert. Beim nächsten Beispiel versuchst du bei vollem Einsatz auf deinen Bauchbereich zu achten. Was passiert im Bauchbereich, wenn du diese Zeile mitspielst? Die richtig guten Blechbläser haben herausgefunden, wie die drei Systeme Luft, Zunge und Finger unabhängig voneinander zu verwenden sind. Die Systeme Luft und Zunge werden in den Übungen der Beesburg so eingebaut. Atme durch das verkehrte Mundstück oder durch das Tees konstant aus. Genau, ich mache einen kurzen Stopp. Und zwar ich mit der Hand, was ich, wenn du jetzt mäßigst die Hand bewegen, da simuliere die Zunge. Das heißt, wenn die Zunge rauf geht, tue ich so, wenn es nach unten geht, so. Lass uns weiterlaufen. Dieses Loslassen der Luft sollte sich wie ein langer Seufzer anfühlen. Versuche nun mit der Zunge die Vokale A, E, I zu formen, ohne dass dies den großen Seufzer unterbricht. Spüre, wie sich dein Bauchbereich entspannt anfühlt und die Luft gleichmäßig nach außen strömt, während du die verschiedenen Vokale formst. Das System Luft wird durch die Veränderung der Zungenposition nicht beeinflusst. Wenn du die Zunge, wie im Bild eingeblendet, auf Uhihuhihuhi ganz schnell im Luftstrom bewegen kannst, ohne dass du deinen Oberkörper wahrnimmst, hast du die Ebenen Luft und Zunge erfolgreich trennen können. So ungefähr könnte sich diese Bindung auch auf dem Instrument anfühlen, wenn die Technik richtig ist. Diese Unabhängigkeit von Zunge und Luft wird in den Übungen der Beesbooks zuerst vom Tees auf das Mundstück und später auf die Trompete übertragen. Die folgenden zwei Hörbeispiele zeigen dir, wie technisch richtig gespielte Bindungen zuerst auf dem Mundstück und danach auf der Trompete klingen. Neben der Steuerung der Entschuldigung, noch kleiner Stopp. Das, was du jetzt gehört hast, das ist eines von den schwierigsten Dingen, technisch richtig zu machen. Eine schnelle Naturtonbindung. Das war übrigens Thema von gestern. Meistens ist genau die Luft an der Stelle, wo man sie am dringendsten braucht, genau bei der Bindung, ist sie weg. Sie stoppt kurz und dann kommt sie kurz wieder. Zur portionierte Luftführung. Das heißt, was du jetzt vorher gehört hast, das da, ja, das, wenn du das mit dem Mundstück verkehrt machst, dann merkst du da, verändert sich nichts. Da unten nichts.
Das heißt, das Ganze passiert nur mit der Zunge. Wie Pfeifen. Und es muss sich wirklich wie Pfeifen anfühlen, dass es richtig ist. Höhe bestimmt die Zunge auch noch die Tonlänge. In Duisburg starten die Schüler bei den ersten Stoßübungen mit schnellen Noten, da die Gefahr der portionierten Luftführung und des Abstoppens der Luft dabei geringer ist. Wenn man von schnellen Noten zum Beispiel auf halbe Noten wechselt und die Luft weiterfließen lässt, lernt man die Wichtigkeit des Verschlusses und die Zungenposition kennen. Auch in diesem Beispiel solltest du den... Genau. Und zwar, das ist vielleicht für Lehrer interessant. Ich habe nämlich die ersten Jahre, bin ich das völlig falsch angegangen. Da habe ich ganz eine weiche Zunge probiert und ganz, dass es halt einfach fließt, weil ich gemerkt habe, es ist ganz schwierig, dass die Kinder das eben die Systeme Luft und Zunge trennen. Und ich habe mir gedacht, wenn ich ganz weich das mache, dann funktioniert das gut. Funktioniert überhaupt nicht gut. Lernt ihnen das schnell. Wenn du das schnell machst, dann geht die Luft wie der Seufzer weiter. Das ist wie wenn du einen Wasserhahn aufdrehst. Das Wasser ist quasi die Luft. Und dort tust du nur ta 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 ta. Und wenn du dann von schnellen Noten auf langsam kommst, noch langsamer, dann merkst du genau den Verschluss. Die Luft geht immer weiter und die Zunge, sobald die Zunge aufmacht, geht es wieder weiter. Das heißt, die Luft steht schon dahinter. Aber das macht alles die Zunge und das ist genau für die, sehr interessant, wenn du bei der Kapelle kurze Noten spielen musst. Da höre ich ganz oft, dass es technisch sehr, sehr falsch gespielt wird. Ich weiß ja, dass es nicht einfach ist. Aber das trainiert man sich einfach falsch ein. Und wenn das so kurz klingt, kurz kann das auch sein, wenn man es mit der Zunge abstoppt. Aber dann ist ein Klang dabei. Und meistens ist der Kopf nicht so ganz rot, wie man das ganz kurz macht. So, zu diesem Thema jetzt da, das ist jetzt genau das gleiche, was wir vorher gemacht haben. Denk einmal, du spielst nur A, I, A, I, E. Da merkst du, es bewegt sich nur die Zunge, im Körper spürst du nicht. Und jetzt nimmst du die Zunge dazu, also das D dazu und das muss gleich bleiben. Das heißt, die Zungenbewegung bleibt gleich, A, I, A, I, E. Und jetzt kommt die Artikulation dazu und das Wichtige ist, da unten spürst du nichts. Das muss weiterlaufen. Körper nicht spüren, obwohl du gerade die Tonhöhe veränderst und die Töne zusätzlich anstößt. Wenn du keine Spannungen im Bauchbereich während dieser Übung spürst, hast du die Systeme Luft und Zunge erfolgreich voneinander getrennt. Du hast übrigens die ganze Zeit diese Melodie geübt. Die Methode, zuerst das richtige Körpergefühl einzuprogrammieren, bevor mit dem Instrument gespielt wird, kommt bei den wichtigsten Übungen im Duisburg zum Einsatz. Spiele nun diese Takte mit neu erlernter Technik und erinnere dich, wie sich dein Körper beim ersten Versuch angefühlt hat. Sollte das Gefühl beide Male gleich gewesen sein, hast du wahrscheinlich bereits ein gutes Blassystem für dich gefunden. Das Gefühl des Hoch- und Tiefspielens oder des Rauf- und Runtersteigens zwischen den hohen und tiefen Tönen sollte einem Gefühl des gerade ausgewichen sein. Vielleicht fühlt sich die ganze Melodie nun mit verbesserter Technik an, als wäre sie in einen langen Seufzer eingebettet. Deine Technik stimmt, wenn sich erstens die Lippe nicht verändert. Zweitens, die Tonhöhe von der Zunge gemacht wird und drittens, die Luft konstant strömt. 70% von euch werden nicht verstehen, wie die Zunge das alles schaffen kann, da sie bei euch nichts macht. Solange du Bindungen durch Veränderung der Lippenspannung erzeugst, wird sich deine Zunge nicht bewegen. Durch die Bending- und Pedaltonübungen im Duisburg wird sich deine Lippe beruhigen und du wirst eine Einstellung finden, die es zulässt, die Steuerung der Tonhöhe der Zunge zu überlassen. Jetzt hast du einen Einblick bekommen, wie leicht gewisse Passagen gehen könnten, wenn die Technik stimmt und welches Programm dein Körper bereits abgespeichert hat. Ich freue mich, dich bald in der 24/7 Brass Community begrüßen zu dürfen. Dein Louis. Genau. Wenn du jetzt gemerkt hast, dass du beim ersten Mal, wo du gespielt hast, wirklich viel mit dem Körper gearbeitet hast, das brauchst du nicht.
Und das ist eine riesen Erleichterung. Übrigens, weil es da gerade sich die Medienwerkstatt Lerchster, die hat das ganze tolle Buch gemacht und die ganzen tollen Videos. Und der kann auch extrem gute Homepages machen. Weil ich habe nämlich in der Recherche habe ich E-Mail-Adressen von Musikkapellen rausgesucht und einige sind nicht auf dem aktuellsten Stand. Da ist die Digitalisierung noch nicht ganz angekommen. Also falls jemand eine Homepage braucht, sehr zu empfehlen, dieser Mann. Genau. Und ich habe ja gesagt, es gibt einige Neuigkeiten heute. Und zwar, ihr habt es da gerade liegen. Die Hilfsmittel, die DS. Und zwar hat es eine neue Lieferung gegeben für alle Instrumente, alle Blechblasinstrumente. Die Bücher gibt es noch nicht. Das heißt, aber du kannst, wenn du Tenorhorn spielst, kannst du natürlich auch das Trompetenbuch nehmen mit dem Tenorhorn DS. Oder wenn du Horn spielst, Horn DS mit dem Trompetenbuch. Kommen wir gleich dazu. Zeige ich euch gleich, wo man das findet. Und zwar da auf der Homepage. Im Shop finde deinen richtigen Band. Das heißt, das kannst du anschauen. Die ganze Methode ist so, dass sie vom ersten Ton auf dem Instrument geht bis zu den Übungen von Clark, Stamm, Colleen. Das heißt, bis High Level, Profi. Und du kannst da schauen, wo du gerade bist und kannst das dann selber einordnen. Ich meine, das allerunglaublichste Angebot ist dieses Workshop-Angebot. Es gibt nämlich da ein Starter-Set, Buch mit DS, den gesamten Videokurs, und der gesamte Videokurs bedeutet, das ganze Insiderwissen, wie ein Blechblasinstrument funktioniert, plus Bonusmaterial, im Moment das Interview mit dem Kuhn Markus, Solotrompeter in St. Gallen, exklusiv dort drauf, und eine Stunde, Coaching-Stunde, weil das hat es nämlich bis jetzt noch nicht gegeben. Und das, auf das bin ich am meisten stolz. Ich liebe das. Und zwar, du kannst als Hobbybläser jetzt Unterricht haben bei den Besten. Und zwar in unserer Akademie. Schaut das an. Der Markus erklärt, wie er das erlebt hat, die Zeit. Kostet nichts, weil, das ist wichtig zu erwähnen, das, was wir jetzt gerade machen, ist nur ein Schnelltest. Also wenn du jetzt gemerkt hast, oh hoppala, mein Körper arbeitet ein bisschen viel, was habe ich mir da eintrainiert? Das kann sein, dass es ein Problem ist. Das wirst du morgen sehen. Morgen geht es um den ersten Ton. Wenn der auch falsch eingespeichert ist, dann brauchst du das Coaching, weil dann kannst du selber nicht helfen. Aber was aber kein Problem ist, es gibt jetzt die Möglichkeit. Aber wenn das morgen auch gut ausgeht und heute das vielleicht ein bisschen noch zu optimieren wäre, kannst du das mit dem Videokurs, dann siehst du da, kannst du das selber richten. Das sind die eben Passing, wie das Ganze startet, die drei Regeln, wie man ein Mundstück auf die vibrierende Lippe macht, Trennung von Luft, also das komplette Insiderwissen. Und zwar das, weil ich nicht mehr weiß, welcher Tag es ist und die auch entgegenrechnen muss und das geht sich nicht aus, jetzt habe ich beschlossen, solange ich den Kurs mache, gibt es um 50% off. Ich weiß, es ist fast zu gut, um wahr zu sein, aber ich mache es jetzt der Einfachheit halber. Und ich will dir belohnen. Wenn du da einschaltest, dann soll das auch für dich eine Belohnung sein. So, das heutige Thema ist da. Die Bücher. Das heißt, der erste Band ist die Anfängerschule vor der Anfängerschule. Was das bedeutet, erkläre ich dir morgen genau. Gestern haben wir dieses 30 Minuten Workout für Blechbläser gemacht. Das ist der dritte Band. Und heute stelle ich deinen zweiten Band vor. Sein tut so, dass die ganzen Bände aufbauend sind. Da gibt es immer Kernübungen, die muss man lösen. Das heißt, auf den ersten Seiten gibt es Kernübungen, die sind mit einem Augenbutton versehen. Das sind Übungen, wo man im ganzen Band hat man da Zeit, an diesen zu arbeiten. Und wenn man das hinkriegt, die technisch richtig umzusetzen, dann kann ein stetiger Fortschritt garantiert werden. Weil der Fortschritt ist eben total wichtig. Wenn du wirklich spielst ewig lang und das sich nicht verbessert, wenn du nicht das Gefühl hast, es ist da lockerer oder es stimmt besser oder du hast einfach mehr Spielraum auf die Töne, dann ist irgendwas falsch. Und ich zeige dir jetzt im zweiten Band, der Beginn vom zweiten Band,
wie man sieht, da sieht man ganz klar, wie diese Methode arbeitet. Das ist übrigens für Lehrer sehr interessant. Ich bin nämlich jetzt in der, haben wir uns überhaupt noch nie so überlegt. Deine Aufgabe, dein Stoff quasi, ist, du musst einem Schüler das Trompetenspielen beibringen. Und wenn die Trompetenspielen, sagt der Manni, alle Blechblasinstrumente, ganz egal. Das heißt, vom ersten Ton bis Profi. Und es geht nicht besser. Ich habe den ganzen Stoff aufbereitet. Ich habe den vorbereitet für die. Und eben ab dem Zweierband ist es nur Begleitliteratur. Das heißt, du musst nicht einmal irgendwas ändern bei deiner Literatur. Du kannst die Etüden, die Konzerte, alles gleich weitermachen. Diese, das da ist nebenbei. Mir ist nämlich einmal passiert, dass ein Schüler Übertrittsprüfung gehabt hat im Juni und ich habe ihm dann eine chromatische, also was er halt braucht, die chromatische Tonleiter, die Durtonleitern, die habe ich ihm hingelegt im, ich glaube im Februar oder März, keine Ahnung. Und er hat es nicht hingekriegt bis zum Juni. Und ich habe mir gedacht, das gibt es ja nicht, das kann ja nicht sein, dass man in 3 Monaten eine chromatische Tonleiter nicht hinkriegt. Dann habe ich mir überlegt, der hat einfach zu spät angefangen, der braucht einfach länger. Das heißt, diese Methode startet vom ersten Ton weg chromatisch. Erster Tag chromatisch. Diese Methode ist chromatisch aufgebaut, weil Chromatik sind wie die Buchstaben einer Sprache und die kann man dann kombinieren. Das heißt, das zeige ich dir dann vielleicht heute noch oder morgen, wie diese Methode arbeitet, wie die Lernwissenschaft da integriert ist. Genau, also es ist einfach, die Methode startet chromatisch und aus dem Grund, weil der Halbton ist natürlich vom Widerstand, der was den kleinsten Widerstand hat. Bevor man eine Naturtonbindung spielen kann, muss man lernen, wie man eine Halbtonbindung richtig hinkriegt. Und D muss man wissen natürlich, wie klingt der richtige, technisch richtig gespielte Halbtonbindung. Ohne dem funktioniert es auch nicht. Und was man da auch gleich auf der Seite sieht, ist, ich unterteile einfach die Komplexität des Blechblasinstrumentenspiels in Teilbereiche. Ich trainiere jeden einzelnen Bereich und dann setze ich ihn wieder zusammen. Das heißt, oben lernt man Passing zum Beispiel. Ist sehr, sehr wichtig, weil wir mit unserem Körper so in die Tonerzeugung involviert sind. Wir müssen einen Resonanzkörper bilden, was andere Instrumente von Natur aus haben. Das heißt, das Passing ist immens wichtig. Dann, weil der Ton entsteht natürlich auf der vibrierenden Lippe beim Blechblasinstrument und die Verbindung zum Instrument braucht ja Mundstück. Da gibt es Regeln, wie ich das draufsetzt. Alles im Videokurs erklärt. Dann das Glissando. Wenn ich draufkomme, ganz viele können das Glissando nicht machen. Ist aber irrsinnig wichtig, dass ich das lerne. Und zwar, ich weiß auch, woher das kommt, weil viele da unterrichtet werden, dass sie da stabil sind. Und das kommt daher, weil der Lehrer natürlich von seinem Gefühl ausgeht und er ist da stabil. Nur das Thema ist, wenn das innen drin nicht super funktioniert, wenn deine Lippe oben und unten nicht drin ist, das ist nur ein Quadratzentimeter. Das heißt, wenn du nicht das Glück hast, das gleich zu finden, dann kannst du nicht da halten, weil dann funktioniert das nicht. Das heißt, dann musst du zuerst da flexibel sein. Mit den Übungen der Bendings, der Pedaltöne, stellt sich dann die Lippe ein. Und irgendwann, das Ergebnis ist natürlich, dass es da stabil ist. Aber das passiert nicht, wenn du von Anfang an das da stabil haltest. Das heißt, ein Glissando. Mit dem gleichen Klang. Wenn ich das im Dreierband dann brauche, mit den genauen Tönen, muss ich zuerst das Glissando lernen. Dann das nächste, was man da jetzt gleich sieht, ist das Trockentraining. Und da kommt das D eben ins Spiel. Und zwar trenne ich Luft und Finger. Weil ich bin draufgekommen, dass diese ganzen Sachen, zum Beispiel, wenn du halt gemerkt hast, dass deine Luftführung nicht super ist, das ist in den ersten Stunden passiert. Das heißt, du musst wirklich schauen, es ist nämlich so, dass wenn, es ist recht komplex, ein Blechblasinstrument spielen. Und zwar muss man sich am Beginn einfach auf so viele Sachen konzentrieren. Haltung, das muss funktionieren. Dann hat man ein Fremdkörper-Mundstück drin. Dann hat man die Trompete. Dann hat man Notenlinien. Dann muss man Töne identifizieren. Dann muss man eine Zungeneinstellung haben. Dann muss man einen richtigen Rhythmus haben. Und wenn da kurz der Gedanke kommt, wie geht es weiter, passiert
Folgendes, dass die Luft stehen bleibt. Also wenn ich zum Beispiel spiele G und Fis und ich muss über das Fis nachdenken, dann passiert es. Das habe ich ausprobiert, 100% bei jedem. Das heißt, da als Lehrer vor allem schaue ich, dass sie greifen, dass der Schüler greift und die Luft weiterfließt. Gleichzeitig programmiere ich da schon im Trockentraining Dinge ein. Also zum Beispiel da, man weiß nicht, ob man es gut sieht, das sind 2, 3, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Das sind da die ersten paar Griffe. Und das macht er die ganze Zeit, weil nämlich dann eine Woche, also dann geht es 3 Wochen lang und dann 3 Wochen später spielt er eine Desktour im Fünftonraum. Und er ist natürlich, der Schüler ist überhaupt nicht überrascht, dass er das kann, weil das hat der Körper vorher schon einprogrammiert. Das ist von der Idee von der Talenteschmiede in Russland, die Tennisspieler. Da gibt es irgendwie so eine Schule, ich weiß nicht mehr, wie das heißt. Die haben ganz viele Top-Ten-Spieler rausgebracht, Junge. Und da ist der Reporter eben hin, der da über das Talent geschrieben hat und der hat keine Bälle gehört. Die haben einfach nur im Trockentraining Schläge trainiert, ewig lang. Und genau das mache ich auch. Das heißt, es ist keine Notwendigkeit, es ist ja rein eine Fingerprogrammierung. Da muss ich nicht mit dem Körper involviert sein oder mit dem Spielen involviert sein. Das trenne ich, dann trenne ich, also lerne ich die Finger zuerst, dann Luft und Finger und dann das Instrument dazu. Und wie man schon sieht, da bei der ersten Seite, chromatisch. Schau auf die rechte Seite, die Übung B, also es geht alles vom Naturton G aus. Die Grundeinstellung ist Naturton G. Bitte nicht tiefe Cs und sowas machen. Ganz schlecht. Ich weiß, man braucht viel Geduld, aber es rentiert sich. Nicht dem schnellen Erfolg nachgeben und dann lasse ich halt den Schüler vom Tief spielen. Nein, der muss es lernen. Immer dranbleiben, dass es Naturton G ausgeht. Das ist die richtige, optimale Einstellung. Und von da aus, bei der Methode, wird es nach oben und nach unten ausgebaut. Man sieht, okay, Übung A startet beim Ass, B eben die Übung B beim G und Übung C beim Fis. Das heißt, von der Mitte ausgehen. Halbtöne. Dann, Woche später, lernen wir Ganztöne. Es ist das nächste mit dem nächstgrößeren Widerstand. Deswegen lernen wir nach die Halbtöne, Ganztöne richtig zu verbinden. Dann, da sind wir bei dem Kapitel, sind wir Naturtöne. Und da auch zum Beispiel Andis Zungenübung. Das habe ich auch ausprobiert. Es gibt zwei Möglichkeiten. Ich kann, wenn ich AI sagen will, dann kann ich machen, dass die Zunge bleibt und mit der Lippe mache AI, 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 AI. Machen viele, gern. Muss man aufpassen, dass man da bleibt und dass es die Zunge macht. A, I, A, I, A, I, A, I, A. Nicht A, I, A, I, A. Keine Spannung mit der Lippe. Sonst funktioniert es nicht. Vor allem die schnellen Naturtonbindungen nicht. Das haben wir gestern besprochen. Also wenn du schnelle Naturtonbindungen spielst, also richtig schnell, dann, wenn du es kannst, ist die Chance hoch, dass deine Technik stimmt. Wenn du es nicht kannst, irgendwann kann die Lippe nicht mehr, man kann es zwar gut trainieren, dass recht schnell geht die Einstellung, aber es gibt ein Limit. Und richtig schnelle Naturtonbindungen, wenn du die kannst, dann ist gut. Also wenn du die nicht, umgekehrt natürlich, wenn du die nicht kannst, dann musst du was verbessern. Und da die nächste Kapitel. Ja, das ist so alles Mögliche. Da geht zum Beispiel bei der Übung D ist Chunking, habe ich eingebaut. Und dann gibt es schon Zungenübung. Also der spielt jetzt 3 Monate und lernt schon Doppelzunge, Triolenzunge. Es gibt keinen Grund, das nicht im Trockentraining schon zu lernen. Er lernt auch schon Bending. Ja, und wie du siehst, also das sind die 4 Kapitel. Und die 4 Kapitel setzen sich fort und werden dann im 3. Band 9 Kapitel. Und da wird einfach die ganze Technik von verschiedenen Sachen her trainiert. Und eben, ich habe es gestern schon gesagt, mir hat das einfach so gut gefallen, wie der Markus das beschrieben hat. Er hat gesagt, ihm gefällt die Methode so, weil sie so ähnlich wie bei den Sportlern arbeitet. Früher, die Skifahrer sind nur Ski gefahren und dann hat man aber angefangen, Gleichgewichtsübungen zu machen, auf die Slackline zu stellen, ihnen, während sie balancieren, Medizinbälle zuzuwerfen, solche Dinge.
Und das sind alles Sachen, das ist wichtig fürs Myelin. Das Myelin ist dafür verantwortlich, wie wir lernen. Und je mehr Verbindungen das schafft, umso besser funktioniert es. Und natürlich, wie man da jetzt richtig sieht, da ist nichts lustig. Wirklich, das ist beinhart. Das ist natürlich auch gegen die momentane Pädagogik. Aber ich kenne einfach keinen Profi, der nur mit gemütlichen Sachen gut geworden ist. Es ist übrigens überhaupt so, die Kapitel, ich war heute im Fitnessstudio und habe heute zum Beispiel nur Arme trainiert. Morgen trainiere Beine. Also das ist nicht, du kannst nicht jeden Tag alles trainieren. Das heißt, es ist genau gleich, das funktioniert wie ein Muskel. Man muss abwechseln, man muss die Bereiche, die man trainiert, abwechseln. Und trotzdem spielen sie alle zusammen. Und genau das ist der Punkt. Ich mache jetzt gar nicht mehr, weil ich will nicht dauernd so ganz über die halbe Stunde drüber kommen. Ich sage da nur eine Sache noch. Und zwar, es geht darum, einen komplexen Sachverhalt zu trennen und den zu ordnen und zu strukturieren. Und zwar, wie habe ich ja da gesagt, ich nehme das, die Grammatik her, wie die Buchstaben in der Sprache. Und ich kombiniere sie dann in verschiedene Arten und Weisen. Vielleicht ist dir aufgefallen, dass da farbige Noten dabei sind. Schwarze, farbige. Das ist nämlich fürs Hirn leichter einzuordnen, zu lernen, als wie wenn ich alles Schwarze mache. Ich fange natürlich da im ersten Band an. Das ist zum Beispiel im ersten Band. Da startet man mit zwei Tönen, farbige und schwarze. Und das bauen wir dann eben aus. Und das Beispiel, was ich jetzt noch mit auf den Weg gebe, da kann man drüber nachdenken. Es ist nämlich Folgendes passiert aus einem Experiment von Schachspielern. Weil Schachspieler haben also ein fotografisches Gedächtnis. Aber nur solange das, also ich erzähle es ganz schnell. Also es hat gegeben, sie haben Schachfiguren aufgestellt, Spielzüge, reelle Spielzüge aufgestellt, dann haben normale Leute und Schachmeister drauf geschaut und haben 5 Sekunden Zeit gehabt, sich das Bild einzuprägen. Ja, wie zu erwarten, die Normalos keine Chance, die Schachprofis, fast zu 100% haben sie Schachbrett wieder hergerichtet. Unglaublich. Dann im zweiten Versuch haben sie die Schachfiguren total willkürlich hingestellt. Also keine Schachzüge, sondern wirklich nur die Figuren draufgestellt. Siehe da, die Schachmeister haben ihr Talent verloren, weil die Struktur gefehlt hat. Und ich zeige dir genau jetzt mit dem nächsten Bild, was sie dabei machen. Und du wirst auch die Struktur verlieren. Ich hoffe, das kann man lesen. Ich kann es nämlich da jetzt nicht lesen. Aber ich weiß, dass es geht. Jedenfalls, oben ist ein Text. Ich glaube, am Dienstag stiegen wir auf den Mount Everest, glaube ich, heißt. Und wir haben das eingeordnet, am Dienstag stiegen wir auf den Mount Everest. Das sind 3 Teile. Dann kann ich jedes Wort wieder unterteilen. Das wir zum Beispiel mit 3 Buchstaben. Und so kann ich das schnell erfassen. Unten sind die gleichen Buchstaben rückwärts. Machen überhaupt keinen Sinn. Ist aber genau das Gleiche. Aber es ist so, haben wir uns die Sprache eintrainiert. Und genau so arbeitet das Basebook und trainiert die Technik ein. Bitte schreibt dazu, bei welcher Kapelle ihr spielt, von wo ihr einschaltet, weil ich werde das dann auf die Mappe geben und ich hoffe, dass wir dann im Laufe der Zeit total eine schöne Landkarte zusammenkriegen. In diesem Sinne, danke fürs Einschalten. Morgen geht es um den ersten Band und der ist nicht nur für die als sollte der Lehrer zuschauen interessant, sondern ganz speziell für die als Hobbybläser, weil da zeige ich dir, welche großen Fehler in den ersten Unterrichtsstunden passieren und wie der Körper das abspeichert. Nochmal im Hinweis auf das Musikschulangebot und auf den Videokurs. Ich glaube, allein diese Informationen, die ich dir heute gegeben habe, ist 100 € wert. Also, macht's es gut, bis morgen.